Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, wir machen mal einen kleinen Cut, bevor wir hier weiter forschen, mit wem wir es zu tun haben, beziehungsweise wer der Verräter ist. Und heute reden wir mit Fürstin Arabelle. Es ist eine Schande, dass der Orden der emporstrebenden Fürst Bakaros Dienstboten vor euch erreicht hat. Was könnten sie nur gesehen haben, was ihren Tod rechtfertigte? Vielleicht erfahren wir mehr in Castel Navire. Doch ich bin wirklich nicht in Stimmung für eine Feier. Fürst Bakaru meinte, dass mehrere Adlige anwesend sein würden. Und unsere vermissten Ehrengäste werden sicher der Hauptgesprächsstoff sein. Das ist eine Gelegenheit, nicht nur zuzuhören, sondern auch Fragen zu stellen. Sprecht auf jeden Fall mit Elea Dufort, Damar Dufort und John Mornar. Sie dürften die wichtigsten anwesenden Gäste sein. Habt ihr sie im Verdacht? Bis wir mehr wissen, ist jeder verdächtig. Doch wenn tatsächlich einige der Adligen den Orden der Emporstrebenden unterstützen, so denke ich, dass es eine der einflussreichen Familien von Hochinsel ist. Das heißt, das Haus Dufort oder Haus Mornar. So oder so werden wir bald mehr wissen. Wer sind Elea Dufort, Damar Dufort und John Mornar? Elea ist die Herzogin des Hauses Dufort und nominelle Herrscherin über Hochinsel. Damar ist ihr Bruder und ein Graf. John Mornar ist der derzeit hochrangigste Adlige des Hauses Mornar auf Hochinsel. Er ist der Vetter von Graf Leonard, der hier die Interessen des Hauses vertritt. Okay, dann mache ich mich jetzt mal auf zum Haus Castell. Natürlich meinte ich nicht Haus Castell, sondern Castel Navire. Wir können es auch genießen, solange wir hier sind. Zieht ihr immer noch einen roten Russafeld vor, werteste? Das wäre entzückend. Vielen Dank, Bakaro. Stellt euch dem Adel vor, meine Teure, und denkt daran, dass selbst das kleinste Detail der Hinweis sein könnte, den wir suchen. Ich hoffe nur, dass ich nicht die Entscheidung wirklich treffen muss, wer es sein soll. Wie gesagt, ich habe das hier auch alles nicht mehr so im Kopf. Die ganze Story. Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. John Mornar, ein Vergnügen. Meine Familie ist im Transportgeschäft. Wir importieren Waren vom Festland und schicken Waren vom Archipel auf die Märkte Tamriels. Ihr seid die Ermittlerin, die mit Fürstin Arabelle zusammenarbeitet, nicht wahr? Das stimmt. Ich helfe Fürstin Arabelle. Woher wisst ihr das? Die Herzogin hat dem Hof alles erklärt, kurz bevor ihr eingetroffen seid. Hätte Fürstin Arabelle uns hinzugezogen, sehen die Dinge anders aus. Wir wissen, welche Gefahren achtlose Kapitäne erwarten, die auf Hochinsel zusteuern. Ihre Schiffe waren einfach unvorbereitet. Okay, er ist extremst arrogant, aber bisher noch nicht, ne? Es waren nicht die Gefahren der See, die diese Schiffe verunglücken ließen. Das war der Orden der Emporstrebenden. Nun sagt mir nicht, dass ihr auch auf diesen Unsinn vom Orden der Emporstrebenden hereinfallt. Ein schattenhafter Orden von Rittern, der daran arbeitet, Regierungen in ganz Tamriel zu unterwandern? Das ist nur eine List, meine Freundin, eine bequeme Fiktion, um den makellosen Namen des Hauses Dufort zu schützen. Ihr scheint nicht viel vom Haus Dufort zu halten. Elea bekam ihre Stellung, indem sie sich ihre Gefallen in Hochfels verdiente. Sie stellte sich ganz prominent hinter Fürst Bakaros Liga der Standhaften. Aber Friedensverhandlungen zunichte machen und Staatsoberhäupter töten? Jemandem muss dies angelastet werden. Und in dieses offene Schwert würde sie sich nie selbst stürzen. Woher rührt der Zwist zwischen Haus Mornar und Haus Dufort? Meine Familie hat den Archipel über Generationen regiert. Doch die Duforts waren in unserem Schatten nie zufrieden. Sie verbrachten Jahre damit, den Hof gegen uns zu vergiften. Und als mein Onkel Avrip vor einigen Jahren insgeheim König Ranzaire unterstützte, hat es sich für sie gelohnt. Was meint ihr? Der Großkönig entzog meinem Onkel den Herzogstitel und gab ihnen den Dufort. Es war wirklich eine Frechheit. Wir waren nicht an Ranzaires Krieg beteiligt. Wenigstens bekamen die Dufort nicht alles, was sie wollten. Wir behielten den Großteil unserer Besitztümer und das nagt an ihnen. Habt ihr jetzt das Sagen im Haus Mornar? Große Güte, nein. Diese Ehre obliegt meinem Vetter Leonard und er kann sie gern haben.
Ich würde die Verantwortung nicht wollen. Nein, ich bin zufrieden damit, unsere Angelegenheiten hier auf Hochinsel zu regeln. Ich überlasse die größeren Sorgen in Sachen Geschäft und Haus meinem Vetter, dem Grafen. Leonard, das bist nicht du. Herzogin? Also, mit dem Leonard dürfen wir dann nicht sprechen, ja? Was für eine Verschwendung. Ich habe schon an guten Tagen wenig Geduld für den Hochmut unserer Adelshäuser und im Augenblick... Ich bin mir sicher, dass wir alle gerade Besseres zu tun hätten. Ich vermute, ihr stimmt mir dazu. Ihr seid es, die Fürst Baccaro und Fürstin Arabelle aushilft, nicht wahr? Das stimmt. Ich helfe Fürstin Arabelle. Ihr seid gut unterrichtet. Ich versuche, bei wichtigen Angelegenheiten auf dem Laufenden zu bleiben, aber ich muss zugeben, dass Elea uns alles über euch erzählt hat. Ich bin Graf Damar, Bruder von Herzogin Elea und Hofmagier des Hauses Dufour. Verratet mir, haben eure Ermittlungen schon Neuigkeiten bezüglich eines plötzlichen Sturms ergeben, der vor kurzem aufzog? Ja, wir glauben, er könnte dazu geführt haben, dass die Schiffe der Delegierten verunglückten. Eine Hypothese, die zu meiner eigenen passt. Während meine Schwester Raubritter durchs Hinterland jagt, interessiere ich mich für die Druiden, die im wilden Teil von Hochinsel zu Hause sind. Sie haben nur wenig für die zivilisierte Kultur übrig. Sie könnten verantwortlich sein. Was haben die Druiden mit einem Sturm zu tun? Ich glaube nicht, dass der Sturm natürlichen Ursprungs war. Die Druiden verfügen über alte Magie und lassen sich mit Geistern ein. Sie besitzen durchaus die Mittel, einen solchen Wirbelsturm heraufzubeschwören. Sie bleiben meist unter sich, doch ich vermute eine List. Das sind eure Schuldigen. Ihr werdet schon sehen. Mhm. Entweder will er von sich ablenken in diesem Moment, oder es kann natürlich auch sein, dass er wirklich einfach, ja, wie... Es gibt ja einige Menschen, die das Unbekannte fürchten und dass er deswegen die Druiden nicht mag und denkt, dass sie jetzt die Schuldigen sind. Das kann natürlich auch sein. Ihr sagtet, ihr wärt der Hofmagier? Magie ist das Erbe und Vermächtnis des bretonischen Volkes. Oh, ich habe als Jugendlicher meine Zeit damit verbracht, Schwert und ritterliches Benehmen zu meistern. Doch ich glaube, dass ein wahrer Bretone beide Seiten unseres Wesens studieren muss und... Vielleicht auch die Wege der Druiden. Was meint ihr mit den beiden Seiten? Wir Bretonen verfolgen unsere Ahnenreihe bis zu den Nediern und Elfen zurück, die sich während der Frühzeit von Hochfels vermischten. Deshalb liegt uns die Zauberei im Blut und wir alle verfügen zumindest über ein wenig magisches Talent. Ich finde das Thema faszinierend und habe mich entschieden, es mir zu eigen zu machen. Haben alle bretonischen Adelshäuser einen Hofmagier? Nein. Manche haben unsere Traditionen vergessen. Wenn mein Talent nicht wäre, bezweifle ich, dass meine Schwester einen Hofmagier hätte. Sie entsendet mich, um die Interessen der Dufours in Häfen überall in Tamriel zu wahren, anstatt meine arkanen Fähigkeiten ganz zu nutzen. Eine Schande. War das nicht der hier? Jetzt ist der oben, Fürst Baccaro ist eingetroffen, Herzogin. Und er hat diese Fürstin Arabelle mitgebracht. Herzogin. Willkommen im Castel Navir. Ihr seid Fürstin Arabelles Unterstützung, ja? Dann wisst ihr ja, dass diese Festivitäten nur stattfinden, um den Schein zu wahren. Unsere Ehrengäste wurden noch nicht gefunden. Doch seid versichert, dass ich vorhabe, Gerechtigkeit an den Radikalen hinter diesem Komplott zu üben. Also es hört sich natürlich auf der einen Seite schon sehr positiv an. Auf der anderen Seite, sie guckt zwar sehr böse, aber ich kenne diese Stimme von einem anderen Charakter. Und ich hoffe jetzt nicht, dass die jetzt aus diesem sehr, sehr guten Charakter irgendwas Schlechtes gemacht haben. Ihr wisst vom Orden der Emporstrebenden. Ich weiß von vielen Dingen, die auf meiner Insel geschehen. Es stimmt allerdings, dass wir die Berichte über mysteriöse Ritter erst vor kurzem mit dem Orden der Emporstrebenden in Verbindung brachten.
Doch da wir nun wissen, dass sie ein und dieselben sind, werden wir sie rasch an die Kandare nehmen. Gibt es etwas, was uns dabei helfen könnte, die Allianzführer zu finden? Ich würde vorschlagen, ihr und Fürstin Arabelle lasst diese Sache in unseren Händen. Meine Ritter haben bereits mehrere Orte ausgemacht, wo der Orden der Emporstrebenden sich versammelt. Sie durchkämmen just in diesem Augenblick Hochinsel nach den vermissten Gästen. Machen Sie das wirklich oder sagt sie das nur? Das kann natürlich auch möglich sein. Wir haben Grund zu der Annahme, dass ein Adeliger von Hochinsel den Orden der Emporstrebenden finanziert. Deshalb würden wir uns ja lieber diskret um diese Sache kümmern. Ich vermute, dass Haus Mornar dahinter steckt. Es profitiert beträchtlich vom Krieg. Und seine Mitglieder hegen vielleicht noch immer einen Groll gegen mein Haus, weil es ihres in den Schatten stellt. Ehrlich gesagt traue ich denen alles zu. Erzählt mir mehr über Haus Mornar. Man sollte immer vorsichtig sein, wenn man über seine Nachbarn spricht. Doch Graf Mornars Abneigung gegenüber meiner Familie ist weithin bekannt. Vor Jahren unterstützte sein Vater, König Ranser von Shornhelm, bei seinem Disput mit Großkönig Emmerik. Emmerik hat das nicht vergessen. Was hat König Emmerik getan? Er bestrafte Avrib Mornar, indem er ihm den Herzogstitel entzog und diesen stattdessen meinem Vater verlieh. Die Mornars sind immer noch Grafen mit Besitztümern und Anwesen überall auf den Inseln. Doch die Duforts sind jetzt die Herzöge der Systrin. Erzählt mir mehr über das Haus Dufort. Meine Familie baut Schiffe. Aus unseren Werften stammen die Besten, die auf den westlichen Meeren fahren. Als Belohnung für unseren Dienst verlieh uns Großkönig Emmerik das Herzogtum der Systrin. Wir herrschen mit Sorgfalt und Mitgefühl für alle, sogar für die Mornars. Darf ich eine Erfrischung anbieten, Freundin? Ich wollte gerade sagen, er war aber nicht hier oben. Ne? Ah, hier unten ist er. Es hörte sich gerade so... Ihr habt doch nicht gedacht, dass ich diese kleine Abendveranstaltung verpasse, oder? Hört zu, ich weiß aus wohlunterrichteten Kreisen, um genau zu sein, von einem überaus entgegenkommenden Zimmermädchen, dass die Herzogin den Orden der Emporstrebenden selbst unter die Lupe genommen hat. Nun, ich habe einen Plan. Was für ein Plan, Jakan? Nicht Jakan, Kellner Fred. Ich bin verkleidet. Von dem Zimmermädchen hatte ich euch erzählt, oder? Sie gehört zu den persönlichen Assistentinnen der Herzogin. Nun, sie hat mir erzählt, wo die Herzogin ihre heiklen Dokumente, nebst weiteren Dingen, die hier unerwähnt bleiben, verwahrt. Okay, über diese Dinge sprechen wir jetzt mal nicht. Die Herzogin erzählte mir von ihren Nachforschungen. Wie sieht euer Plan aus? Die Adligen und das gehobene Personal achten nie auf Aushilfskräfte. Dem zugeknöpften Verwalter Hersian konnte ich ganz leicht einen Schlüssel abknöpfen. Während ich für eine Ablenkung sorge, seht ihr euch um. Herzogin Elea hat ein privates Studierzimmer, irgendwo hinter der nordöstlichen Tür. Was für eine Ablenkung? Ich locke die Wächter von den Türen weg. Doch ich brauche eure Hilfe. Sprecht mit einem der Musikanten und bittet ihn, das Lied Taumeln und Schwanken zu spielen. Das ist einer meiner alten Ohrwürmer. Ich kümmere mich um den Rest. Ah ja, Taumeln und Schwanken. Das erinnert mich so an Wutscheln und Wedeln. Aber wo soll ich jetzt hin? Muss ich jetzt oben durch die Tür? Kann ich euch helfen, Freundin? Könnt ihr für mich das Lied Taumeln und Schwanken spielen? Ich nehme eigentlich keine Wünsche entgegen. Herzogin Elea hat mir eine Liste der erlaubten Lieder gegeben, die gespielt werden sollen. Und dieses ist ganz sicher nicht darunter. Nicht, dass sie es überhaupt merken würde. Ich bezweifle, dass jemand auf die Musik hört. Den Satz, gibt es etwas, was ich tun kann, um euch zu überzeugen, das Lied zu spielen, finde ich zu pervers, deswegen werden wir jetzt 69 Köln bezahlen. Außerdem geht's schneller. Es tut gut zu wissen, dass jemand die Künste zu schätzen weiß. Wohlan denn, ihr bekommt euer Lied. Hab Dank. Herren und Damen des Hofs, ich widme dieses Lied und diesen Tanz der drallsten, üppigsten und kurvenreichsten aller Adligen, Herzogin Elea. Kommt sofort herunter, hört mit diesem Unsinn auf. Okay.
Okay, wo sind wir denn jetzt? Ach da. Die Frage ist jetzt... Kann ich hier einfach durchlaufen? Oh, nee. Da oben steht einer. Aber die sind rot. Also wenn ich jetzt hier durchlaufe, kann ich die theoretisch umbringen, oder? Nehme ich zumindest mal an. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen schleichen. Nicht, dass jetzt noch irgendjemand anders kommt. Aber ich denke mal, das heißt so viel wie... Oh, Moment. Da ist aber... Oder hieß der Rote, dass wenn der mich erwischt, der mich umbringt. Das kann natürlich auch sein. Stand aber doch nichts davon, dass ich in einen geschützten Bereich eingebrochen bin, oder? Bin ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Moment, da ist schon wieder einer in Rot. Eskorte. Nee, ist aber 34.000. Den könnte ich theoretisch umbringen. Nein. Okay. Laufen wir einfach weiter. Da hinten ist noch einer. Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Nein, nein, nein. Ich bin nicht hier. So, Hallöchen. Hallöchen, Truhe. Hallöchen, Bücherregale. Wir können viel von euch lernen. Außer aus dem. Das Bücherregal konnte ich nicht anklicken. So, Moment, Schreibtisch. Herzogins Eleas Ermittlungsnotizen. Kurios. Die Systrin-Wächter melden, dass das Banditentum auf Hochinsel offenbar rückläufig ist. Sie glauben, dass ein neuer Banditenhäuptling-Anhänger aus dem Gesetz der Insel rekrutiert. Ich wies Verwalter Hersian an, der Suche nachzugehen. Letzten Monat war das Ganze und dann vor 2 Wochen. Die Banditen auf Hochinsel sind wieder aktiver und das auf einem völlig inakzeptablen Niveau. Diese Gesetzlosen sind jetzt besser organisiert und schwerer bewaffnet als je zuvor. Hersian meldet, dass die Bauern einander Geschichten über Ritter des Volkes erzählen, die sich Orden der Emporstrebenden nennt. Rebellen und Gesetzesübertreter allesamt. Wenn diese Brigaden des Ordens der Emporstrebenden die Gewinne des Hauses Dufour gefährden, muss ich einschreiten. Verwalter Hersian hat die Berichte unserer Informationen zu einer Karte der Aktivitäten des Ordens der Emporstrebenden zusammengefasst. Er hat vor, jeden Einzelnen persönlich nachzugehen. Vor 2 Tagen. Diese Ritter vom Orden der Emporstrebenden sind ehrgeiziger, als ich dachte. Jemand hat einen großen Sturm an der Nordostküste von Hochinsel beschworen. Dadurch kentern die Schiffe, auf denen Großkönig Emmerich, König Iron und der Sohn des Galdenkönig Jorun zur Friedenskonferenz von Fürst Bakaro reisten. Die mächtigsten Monarchien von Tamriel sind möglicherweise vor unserer Küste ertrunken. Deshalb wollte ich, dass Hersians Spione diese Gruppe im Auge behalten. Eine Überraschung dieser Größenordnung ist vollkommen inakzeptabel. Wenn wir von dieser Gefahr gewusst hätten, hätten wir etwas unternehmen können. Oder zumindest hätten wir uns so positionieren können, dass wir Nutzen aus den Entwicklungen ziehen. Mhm. Hört sich jetzt auch nicht so positiv an. Von wegen Nutzen rausziehen. So, die Karte des Verwalters. Das ist eindeutig Hochinsel und ich mache mir eindeutig mal eben kurz einen Screenshot davon. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir das Ganze noch angezeigt bekommen oder nicht. Alter, was geht jetzt ab? Vor allem war das total laut bei mir in den Kopfhörern und wir haben draußen auch noch gerade so einen Regen. Jetzt nimm das, Mann. Ihr werdet Zeuge. Tamriels Erlösung beginnt. Schließt euch uns an oder werdet hinweggefegt. Die Stimme kenne ich. Sturm und Feuer werden das alte Regime zu Fall bringen. Blitze und Lava werden ein neues Zeitalter einläuten. Das war eine Warnung.
Niemand kann sich vor uns verstecken. Tretet beiseite und ihr werdet einen Platz im neuen Regime finden. Tretet uns entgegen und ihr werdet in die Knie gezwungen. Hi, Jaka. Das erinnert mich an eben. Also, ich sollte es wieder anmachen. Oh gut, ihr seid wohlauf. Es scheint, dass unsere Gegenspieler entschieden haben, allen Anwesenden etwas mitzuteilen. Unterwerft euch oder sterbt. Ein Klassiker. Habt ihr etwas Nützliches aufgedeckt, bevor der emporstrebende Magus auftauchte? Herzogin Elea ist dem Orden der Emporstrebenden nachgegangen. Ich habe ihre Notizen. Ich verstehe. Herzogin Eleas Ermittlung ist anscheinend nicht sehr weit gekommen. Vielleicht können wir die Spuren besser nutzen, die sie aufgetan hat. Doch wir haben keine Zeit zu verlieren. Der emporstrebende Magus hat wahre Macht gezeigt. Was meint ihr? Ist euch aufgefallen, wie der Boden bebte, als er seinen Sturm entfesselte? Das ist keine Magie, der ich schon begegnet wäre. Irgendwie ruft seine Sturmmagie Erdbeben hervor. Wenigstens hat er die Allianzanführer noch nicht gefunden. Uns bleibt immer noch Zeit. Woher wisst ihr, dass sie die Allianzanführer noch nicht haben? Weil der emporstrebende Magus seine Macht zur Schau gestellt hat, um uns Angst zu machen. Warum sollte ihm das wichtig sein, wenn er schon hätte, was er wollte und somit unaufhaltsam wäre? Nein, die Königlichen sind ihm noch entgangen. Irgendwie. Aber seine Magie. Ich frage mich... Ihr fragt euch, was? Neben den anderen Problemen, die Hochinsel umtreiben, haben Lavaschlote begonnen, sich an zufälligen Orten zu öffnen. Könnte der Magus mit all dem Beben und den Stürmen den Vulkan geweckt haben? Kehren wir zu meinem Herrenhaus zurück, damit wir das hier eingehender untersuchen können. Fürst Baccaro, eine Rückkehr ins Herrenhaus könnte gefährlich sein. Unsinn! Ich verstecke mich nicht vor diesen Kretans. Ich verdopple die Wachen. Doch aus meinem Zuhause vertreiben sie mich nicht. Nun gut. Ich melde mich später bei euch. Jakan, gehen wir. Und zieht ein Hemd an, mein Teurer. Aber ich wollte mit euch beiden noch kurz reden. So. Das wollen sie nicht mehr. Na gut, dann mache ich mich jetzt auch mal auf und wir sehen uns gleich im Alraunen Herrenhaus wieder. Bis gleich. Funke, bei Fuß. Seht, der Koloss! Diese Beben werden immer stärker. Ich habe gehört, dass auf den Inseln Vulkanspalten aufbrechen. Erst ein Sturm, jetzt das? Das muss das Werk des Ordens der Emporstrebenden sein. Ihr schreibt ihm zu viel zu. Ein Erdbeben hat den Koloss von Gonfalon zerstört. Ja, ein Erdbeben der Emporstrebenden. Glaubt Saji, er weiß es. Das ist ein schlechtes Zeichen, Wanderin. Vielleicht sollten wir unser Versteck auf ein Schiff auf See verlegen. Wenn es so weitergeht, fürchtet Saji, dass die ganze Insel unter unseren Füßen zerbrechen wird. Ich habe Hochinsel im Lauf der Jahre mehrfach besucht. Noch nie habe ich den Untergrund so ruhelos erlebt. Es ist alarmierend. Könnte Saji recht haben? Könnte der Orden der Emporstrebenden für diese Beben und Ausbrüche verantwortlich sein? Der emporstrebende Magus meinte, dass das alte Regime würde durch Sturm und Feuer hinweggespült werden. Sturm und Feuer. Ich bin besorgt. Wenn der emporstrebende Magus mächtige Sturmmagie gegen seine Feinde entfesseln kann, gebietet er dann auch über die Beben und die Vulkanspalten? Allein der Gedanke daran ist unerträglich. Fürstin Arabelle vermutet eine Verbindung zwischen den Stürmen und den vulkanischen Aktivitäten. Dann macht sich Saji zu Recht Sorgen. Der Verlust eines Monuments mag unser kleinstes Ärgernis sein, wenn der Orden der Emporstrebenden den Vulkan aufwecken kann. Fürstin Arabelle ist drin, meine Freundin. Vielleicht weiß sie, was zu tun ist.
Fürstin. Kann ich mir das nehmen? Ja. War es denn zu viel erwartet, dass einer der Adligen von Hochinsel offen seine Schuld eingesteht? Ach, nun gut. Wenigstens können wir Herzogin Elea ausschließen. Ihre Notizen machen deutlich, dass der Angriff auf die Delegiertenschiffe sie überrascht hat. Und diese Karte. Interessant. Was ist mit der Karte? Wenn diese Karte wirklich Orte zeigt, die dem Orden der Emporstrebenden wichtig sind, dürfte das unsere bisher beste Spur sein. Hier, meine Teure, nehmt dies mit meinem Dank. Mit eurer weiteren Hilfe werden wir die Königlichen finden und bald aufdecken, wer hinter dem Orden steckt. Das müssen wir. Wir erhalten passgenaue mittlere Stiefel vom Set Mut der Standhaften und einen Fertigkeitspunkt. Die Karte, die ihr beschafft habt, bietet eine Reihe Hinweise, die uns helfen könnten, Großkönig Emmerich, Königin Eiren und Prinz Irnsgard zu finden. Wie lautet das Zitat aus den Ermittlerin Vala-Büchern gleich noch? Es wartet immer ein neuer, unerklärlicher Fall. Machen wir uns an die Arbeit, meine Teure. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Allerdings werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und wie das Ganze dann weitergeht, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.